Was glauben Sie denn, warum entlädt sich die Wut und der Hass des Konflikts in Nahost auch hier auf den deutschen Straßen? Zunächst, man darf natürlich die Aktion der israelischen Polizei in Jerusalem kritisieren, auch die Siedlungspolitik, das habe ich getan. Aber wenn diese Kritik als Vorwand benutzt wird, um Hass gegen alle Juden zu schüren, dann beginnt das Problem. Wenn man die israelische Politik kritisiert, aber Hamas verherrlicht, da beginnt das Problem und genau das passiert in Deutschland. Ich glaube, es hat nichts zu tun mit Solidarisierung oder Solidarität mit den muslimischen Opfern, denn muslimische Opfer fallen jeden Tag in der arabischen Welt, in Syrien, im Irak, im Jemen. Vor ein paar Tagen wurde eine Schule in Afghanistan bombardiert, 50 Kinder starben durch Terror der Taliban und es kamen keine Demonstrationen von Muslimen auf Straßen in Deutschland und sie haben auch nicht geschrien, Scheiß Taliban. Dahinter steckt erst eine hohe Emotionalisierung dieses Konfliktes seitens der Muslime. Für sie sind nicht die Opfer wichtig, sondern wer ist der Täter? Wenn die Täter muslimische Terroristen sind, dann bleibt es in der Familie. Wenn die Täter Israel oder Amerika sind, dann kommt es zu dieser inszenierten Empörung. Und dabei spielt auch die türkische Politik eine Rolle. Die Reden von Erdogan, auch die Islamverbände hier, Meligürisch und so weiter, sie schüren diesen Hass gegen Juden, obwohl sie ständig eigentlich sich über antimuslimischen Rassismus oder Islamophobie beschweren. Und die deutsche Politik hat etwas nicht verstanden, dass auch mit Einwanderung aus dem Irak und Syrien, aus den arabischen Ländern, auch mehr Antisemitismus nach Deutschland kommt. Wer das sagt, wird sofort in die rechte Ecke gestellt und es findet keine faire Diskussion und keine faire Debatte darüber. Und für mich ist das eigentlich ein Rassismus der gesenkten Erwartungshaltung. Wir erwarten von Deutschen, stellen wir uns vor, nach jedem Terroranschlag von muslimischen Terroristen gehen Deutsche auf der Straße, belagern Moscheen und schreien Scheiß Muslime. Das wäre Rechtsextremismus, das wäre Nazi. Aber wenn das von Muslimen kommt, dann sagt man, ja, sie sind arme Würstchen, die sind emotional aufgeladen. Nein, das ist Rassismus der gesenkten Erwartungshaltung. Ich erwarte nicht von Ihnen das Gleiche, was ich von normalen deutschen Jugendlichen erwarte. Und das ist ein Teil des Problems. Wir haben ja auch die Bilder gesehen, zum Beispiel aus Gelsenkirchen. Und Sie haben schon die Migranten zum Beispiel aus Syrien angesprochen. Dass es ein Antisemitismusproblem gibt, das liegt auf der Hand. Die Frage an Sie, wie verbreitet ist das? Es ist sehr verbreitet. Leider gehört das zur Bildung in der arabischen Welt. Menschen, die hierher kommen, die kommen auch gepackt oder tragen in ihren Koffern auch so viele Konflikte aus der Heimat. Und der Antisemitismus gehört zur Bildungspolitik sozusagen in der arabischen Welt. Die Bücher von Hitler werden als Bestseller dort in mehreren Auflagen hintereinander verkauft. Die Verschwörungen wie die Protokolle der Weisen von Zion, die gehören zu Bestseller dort. Und diese Leute kommen hierher und man darf mit ihnen in Schulen oder in Integrationskursen gar nicht über solche Konflikte sprechen. Diese Antirassismus-Debatte ist auch ein Teil dieses Problems, denn Muslime werden oder Migranten werden als geschlossen, als Gruppe, als Opfer und nur der weiße Mann eigentlich gilt als der Täter. Darüber schreibe ich ausführlich in meinem aktuellen Buch Schlacht der Identitäten. Und am Ende können nicht einmal Schulen über Antisemitismus sprechen oder über den Nahostkonflikt oder über Erdogan, über Islamismus. Selbst an Universitäten lehnen muslimische Studenten ab, über solche Themen zu sprechen. Universitäten sollten ein Ort sein, als Schutzraum für Meinungen. Aber für viele muslimische Studenten sind Universitäten mittlerweile Safe Spaces, ein Schutzraum von Meinungen und von Kritik. Und da muss man ansetzen. Wir müssen miteinander reden, wir müssen kontrovers diskutieren über alle Themen, nicht nur über den Nahostkonflikt. Das geschieht leider nicht. Wir haben eine sehr vergiftete Debattenkultur in Deutschland. Man bekommt den Stempel Rassist oder Nazi, wenn man irgendwelche Missstände in migrantischen Milieus oder bei Minderheiten und
Der Rassist ist immer ein weißer Mann, aber niemals ein Moslem oder ein Schwarzer oder ein Migrant. Und das ist für mich Rassismus der gesenkten Erwartungshaltung. Sagt Hamed Abdel Samad. Wir hätten gerne noch länger über dieses Thema gesprochen. Ich höre, ich merke, wie leidenschaftlich Sie über dieses Thema sprechen. Leider haben wir keine Zeit mehr. Ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns. Danke Ihnen.